Fit Kids. Seid ihr bereit für ein neues Training? Prima! Heute spielen wir Stacheligel. Ich habe mir schon einen Igel vorbereitet. Das brauchst du zu Hause auch. Du kannst aber auch einfach ein Stofftier nehmen. Und der Igel hat leider seine Stacheln verloren. Um die Stacheln wiederzubekommen, helfen ihm seine Freunde, die Tiere. Du kannst die Stacheln auch bei dir in der ganzen Wohnung verteilen. Und wir machen immer ein Tier, das eine Stachel holen darf und sie dem Igel anstacheln darf. Seid ihr bereit? Los geht's! Das erste Tier ist die Maus. Du machst Mäuseschritte, um dir eine Stachel zu verdienen oder sie in der Wohnung zu holen. Ganz kleine Mäuseschritte. Genau, prima. Die erste Stachel darfst du schon ranstacheln. Das nächste Tier ist das Pferd. Das kannst du auch wieder durch die ganze Wohnung machen, wenn du ein bisschen Platz hast. Im Pferdegalopp. Sehr gut. Die nächste Stachel darf ran. Sieht schon viel besser aus, der Igel, oder? Das nächste Tier ist der Storch. Du gehst im Storchengang mit langen, gestreckten Beinen eine ganze Runde durchs Haus. Schön die Beine hochziehen und lang strecken, bevor sie auf den Boden aufkommen. Sehr gut. Die nächste Stachel hat der Igel sich verdient. Jetzt hilft der Hund. Du gehst natürlich auf allen Vieren und läufst wie der Hund. Und da hat es wieder eine Stachel verdient. Prima. Das nächste Tier ist der Krebs. Der Krebs geht seitwärts. Macht den Po schön nach oben. Eine ganze Runde lang. Schön den Po nach oben. Weiter krebsen, sonst darf der Igel seine Stachel nicht wieder dran machen. Prima. Gut. Das nächste Tier ist die Ente. Du weißt schon, wie es geht, oder? Schön auch hier den Po wieder unten lassen. Das nächste Tier ist das Eichhörnchen. Das springt von Ast zu Ast und ganz weit, also machst du riesen Sprünge. So groß wie es geht. Noch eine Runde. Prima. Das nächste Tier ist das Krokodil. Es ist eine Echse, also geht es auf den Boden und bewegt seine Gliedmaßen. Das Krokodil bringt dem Igel auf eine Stachel. Sehr gut. Das nächste Tier ist das Faultier. Und es geht ganz langsam.
Schaffst du es noch langsamer? So langsam, dass man fast einschläft. Sehr gut. Und das Faultier bringt dem Igel wieder einen Stachel. Prima. Das nächste Tier, was hilft, ist der Hase. Und du machst Hasenhüpfer. Also war schon ein bisschen schneller. Prima. Das nächste Tier ist der Elefant. Und der stampft natürlich so laut er kann. Pass auf deine Nachbarn auf. Da bringt auch der Elefant eine Stachel für den Igel. Prima. Das nächste Tier ist die Giraffe. Und die Giraffe macht sich ganz lang, um oben an die Bäume, an die Blätter ranzukommen. Geh auch auf Zehenspitzen und streck dich hoch. Das nächste Tier ist das Gürteltier. Es läuft unglaublich schnell und ab und zu rollt es sich ein. Noch eine Runde. Prima, das Gürteltier bringt dem Igel auch eine Stachel. Das nächste Tier ist der Frosch. Der Frosch hüpft ganz weit nach oben. Weiter. Sehr gut. Der Frosch bringt dem Igel auch eine Stachel. Das nächste Tier ist der Pinguin. Der Pinguin, der watschelt natürlich, das kennst du schon. Kannst auch ein bisschen schneller watscheln. Sonst wartet der Igel nämlich zu lange auf seine Stachel. Prima, das sieht doch schon ganz gut aus. Fallen uns denn noch ein paar Tiere ein? Wie wär's mit der Katze? Die Katze geht auch wieder auf allen Vieren, aber sie geht langsam und will sich die Pfoten nicht schmutzig machen. Das sieht ganz schön komisch aus, oder? Und sie bringt auch dem Igel wieder eine Stachel. Das nächste Tier ist der Seeotter. Der Seeotter schwimmt meistens auf dem Rücken und lässt sich so richtig schön treiben. Dann geht er so rum.
einen Stachel? Prima. Wie wär's, wenn wir jetzt noch die Eule nehmen? Die Eule fliegt und die Eule fliegt aber ganz lautlos. Also sei so leise wie möglich. Gefahr, also kann die Stachel wieder ran. Das nächste Tier ist die Robbe. Die Robbe rollt sich manchmal im Wasser. Vielleicht kannst du das hier auch. Und sie rollt sich auch zum Igel und gibt ihm eine seiner Stacheln wieder. Ist denn noch überhaupt Platz dran? Hier. Und das letzte Tier, was mir so einfällt, ist der Leopard. Der Leopard schleicht sich durchs Gras. Der ist ja auch sehr gut getarnt, damit er sich so gut anschleichen kann. Sonst war es das für heute und ich freue mich auf unsere nächste Stunde. Bleibt gesund und fit!